Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Ich spiele heute mit Schwetschke 90. Ja, das ist ein PSN-Freund von mir, ist Level 15 und jetzt legen wir los. Ich gleich mit der Striker über 9 Minuten noch zu zocken und los geht's. So, fangen wir hier noch. Ach, die Mini Scorpion ist auch dabei. Wunderbar. Oh, was hat mich denn da abgeknallt? Ah, eine goldene Waffe aus Feingold. Oh Mann, oh Mann. So, Striker eingepackt. Jetzt müssen wir mal nach vorne huschen. Vorsichtig, immer ducken. Und, oh, ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Guter Schuss, schön von hinten in die kugelsichere Weste rein. So gehört sich das. Perfekt. So, feindliche Vorräte sind auch da. Ein roter Punkt ist auch schon markiert. Das heißt, hier ist irgendwo ein Feind ganz in der Nähe. So richtig in der Nähe. So, erstmal Treppe nach oben. Und. Oh, kein Feind in Sicht, das verstehe ich jetzt nicht. Oh, hier haben wir ein Geschütz, das nehme ich jetzt ein. Wow. Oh, das Geschütz hätte ich lieber früher zünden sollen, weil jetzt bin ich natürlich tot, das bringt gar nichts mehr. So, jetzt muss ich erstmal den Schwetschke 90 finden. Dem folge ich jetzt einfach mal. So, blaues Dreieck muss ich jetzt suchen. So, wo ist denn der? Ah, da hinten. Kommt gleich da runter. Da oben ist er. So, den folge ich jetzt erstmal. Natürlich, ganz klar. Helikopter ist auch am Himmel. Ganz gefährliche Sache jetzt gerade. So, alle sind hier bereit. So, Grenade und eine Flashbang. Boah, da hat es mich schon in den Tod gerissen. So. Feindliche Aufklärungsdrohne wurde gesichtet. Also ich glaube, ich mache jetzt Kamikaze. Ein Kamikaze-Sprung bedeutet einfach ins Gefecht gehen. Und versuchen, einen Kill zu reißen. Hat natürlich nichts geklappt, weil mich so ein blöder Helikopter am Himmel getötet hat. Aber wir nehmen jetzt mal... Wir nehmen mal die Javalin mit. Die Javalin ist eine gute Waffe. Mit Thermal-Dingsbums da, mit Wärmezuordnungsteil und ja, die Waffe muss ich eigentlich nur auf ein Objekt richten und das Ding geht ab und trifft auch meistens ein Ziel. So, jetzt nehme ich natürlich die wunderbare Skorpion, erreiche natürlich einen Zahltag und die Verbindung ist irgendwie abgekratzt, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube Gamescom, see you later, Alligator, ciao.